Ja, Tag auch zu einer weiteren Folge, also zur zweiten Folge von meinem Let's Show Minecraft. Heute ist dieses komische Ding hier dran, dieser Sandsteinklotz. Das ist mein Bahnhof. Ja, also hier direkt vor der Eisenschmelze, die ich euch ja in der ersten Folge gezeigt habe. Dazwischen dieser wunderhübsche Springbrunnen und hier halt dieser Sandsteinklotz, mein Bahnhof. So, ich glaube, den habt ihr so noch nicht von innen gesehen. Ich habe hier sehr viel mit Lapis Lazuli gemacht. Es war eine Heidenarbeit, das Scheißzeug zu finden. Ist meiner Meinung nach noch schwerer zu finden als Diamanten. Also subjektiv, ich habe, glaube ich, mehr Diamanten gefunden als Lapis Lazuli irgendwie. Also es kommt mir jedenfalls so vor. Ja, das Ganze hier ist insgesamt 2 Geschosse hoch. Hier oben geht es weiter zu einer Holztreppe, die führt dann, das kann ich euch mal zeigen, zu diesem Ding da hinten. Das ist meine fliegende Festung, die ist noch im Bau, die ist noch nicht fertig. Werde ich euch dann auch irgendwann nochmal zeigen. Ja, hier führt diese Linie erstmal zu meiner Burg, dann zu einem Bauernhof, der noch weiter hinten ist, und zu meinem Bergapartment, das Gronks Wolkenpalast so nachempfunden ist, aber halt nicht exakt so nachgebaut ist, sondern nur halt, ne, ich habe die Ideen genommen und dann mein eigenes Häuschen hingesetzt. Ne, so soll Minecraft ja auch sein. Ich hoffe, das macht ihr vielleicht genauso, dass ihr euch eins meiner Gebäude zum Vorbild für eure eigenen Gebäude nehmt. Das finde ich sehr, sehr cool. Ja, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, geht es hier runter ein bisschen. Da hinten ist noch eine Lava-Halle, die kann ich euch mal zeigen. Ist übrigens alles komplett eigenhändig selbst ausgegraben, das hat elendig lange gedauert. Aber deswegen ist es halt umso schöner, es euch jetzt zeigen zu können. Ja, diese Halle ist ebenfalls noch nicht ganz fertig. Ich bin, was weiß ich, wie viele Male ich draufgegangen bin, als ich versucht habe, hier die Lava da in diese Schächte reinzufüllen. Da bin ich momentan bei, allerdings, ja, das Gerüst steht, aber das war's dann halt auch. Ich bin auf diese Halle hier relativ stolz, weil es wirklich elendig lange gedauert hat, das Ding hier auszubuddeln. Es hat halt da oben angefangen, da bin ich dann hier erstmal so, ja weiß nicht, 3-4 Blöcke runtergeplumpst in eine kleine Höhle und die habe ich dann halt immer weiter ausgebuddelt, größer gemacht. Das war am Anfang gar nicht so geplant, aber weil mir langweilig war und ich irgendwie auch so ein Ding mal haben wollte, eine riesige Höhle, habe ich es einfach mal gemacht. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das alles so lasse, das muss ich mir nochmal überlegen, in jedem Fall noch nicht fertig, das seht ihr ja, Work in Progress hier, aber ich wollte es euch trotzdem mal zeigen, weil ich finde, das passt ganz gut, das Gebäude als nächstes zur Eisenschmelze, vor allem, weil die anderen Gebäude noch, ja, ich will jetzt nicht sagen größer, aber auf jeden Fall aufwendiger vorzustellen sind, deswegen das hier jetzt als erstes oder als zweites, auch wenn es noch nicht fertig ist. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Also ich habe zu allen meinen Gebäuden, halt auch zu diesem Bahnhof hier, einen Kiesweg gemacht, dann halt viel, wie gesagt, mit Sandstein, Cleanstone, also hier unten teilweise noch Erde, beziehungsweise auch eine angrenzende Höhle, weil die ganze Landschaft hier, die ist komplett unterhöhlt, habe ich so das Gefühl. Also wenn ich hier mal herumgehe unter Tage, sag ich jetzt mal, und ich hier weitergraben würde in die Wand hinein, ich würde in eine Höhle kommen, die wird dann irgendwann in diese Höhle dort hinten münden, also wo mein Schacht in die Erde runterführt, ich glaube so 20, 30 Einheiten mindestens. Dann geht es weiter hier quer über diesen See, dort hinten ist mein Aztekentempel, da ist auch eine Höhle, ich glaube die gehört hier zu, weil da ein Höhlensystem ist, was halt sehr nah an diesem hier dran ist. Und wenn man dann weitergeht, also dort hinten sieht man eine Fackel zwischen den Bäumen, dort ist halt ein weiterer Einstieg und so weiter, also das ganze Gebiet hier scheint unterhöhlt zu sein. Ich glaube auch dieser See, weil ich habe hier mal nach Lehm gegraben für Glas, was ich halt hier für den Bahnhof gebraucht habe. Und als ich gegraben habe, da ist dann, ich weiß nicht, unbeabsichtigt Wasser wohl durchgeflossen, als ich dann irgendwann mal unten in meiner Höhle war, in meiner Mine, da ist dann plötzlich Wasser von oben gekommen und ich glaube, das war ich, der das Wasser da durchgeschickt hat. Ja, ich wüsste jetzt eigentlich nicht, was ich hier noch so sonst sagen könnte, also wie gesagt, es ist ein Sandsteinklotz,
mit Lapis Lazuli. Ich bin momentan dabei, das könnte ich euch vielleicht zeigen, ich bin momentan dabei, hier auch noch alles voller Lapis Lazuli zu machen, den oberen Rand, sag ich jetzt mal, weil ich das passend finde, als wenn jetzt hier überall nur Sandstein rumhängen würde. Es sähe ein bisschen komisch aus. Ich bin am überlegen, ob ich vielleicht, jetzt fängt es ja auch an zu regnen, ob ich vielleicht noch irgendwie diesen Hügel oder diesen Berg weiter Richtung Bahnhof bauen soll, damit ich dann hier da auch noch Wasser runterlaufen lassen kann. Was ich ja sehr geil finde, habe ich halt auch hier unten gemacht. Mal gucken, was da noch so kommt. So, das war mein Bahnhof. Ich hoffe, wir sehen uns in Folge 3 wieder. Ich denke mal, da werde ich euch dann mal meinen Aztekentempel von nahen zeigen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr dabei seid und wünsche euch bis dahin noch viel Spaß bei was auch immer ihr dann halt so macht zwischendurch. Bis dann, tschüss und ich hoffe, ich konnte euch inspirieren.